Starten wir mit der 20er. Erstmal herzlich willkommen im Top Gym. Wir sind heute hier fleißig am Film, am Warmmachen. Und Michi fängt schon an. Wir machen heute ein wunderschönes Push-Training. Und weil Michi und ich in der Vergangenheit jetzt so oft angeschrieben worden sind, schönen Gruß an dieser Stelle, warum wir so wenig trainieren und vor allen Dingen so wenig Brust trainieren, trainieren wir jetzt Brust. Das einzige Problem, was Michi und ich immer haben, wenn wir zusammen trainieren, sind die Sitzeinstellungen. Die ewig schon immer gemacht, also ich wäre extrem zufrieden mit 4. Wir machen ja Low Volume, Low Reps. Das ist lustig, weiß ich nicht, ob du das auch gesehen hast, im Video von Jordan, wo er erklärt hat, wenn du in einem kalorischen Defizit bist, weil das eigentlich komplett konträr der allgemeinen Meinung ist. Und ich kann das eigentlich auch sehr gut bestätigen. Jordan ist der Meinung, je tiefer du in einem kalorischen Defizit bist, desto niedriger sollen eigentlich die Reps in einem Arbeitssatz sein, weil der Sprit fehlt für hochvolumige Sätze, für viele Wiederholungen. Ja? So schaffst du es am besten, Muskulatur in der Dehnung zu beschützen und zu halten, weil für so einen 6-Rep-Satz hast du mehr Energie noch wie für so einen 20-Rapper. Ja, vor allen Dingen, man muss es ja auch wirklich so sagen, wenn man jetzt einen 20-Rep-Satz macht, 20 Wiederholungen, die ersten 15 Wiederholungen ist einfach Junk-Volume. Ja. Du hebst das raus, die ersten 5 denkst du, was mache ich hier, eigentlich hätte ich mehr Gewicht nehmen können. Bei 10 denkst du dann, okay, jetzt wird ein bisschen, bei 15 wird es knackig. Also die ersten 10 sind echt weggeschmissen. Ja. Und ich habe es ja genauso in der Prep gemacht, als ich das Volumen nochmal gestrichen habe. Ich habe 5 bis 8 Wiederholungen gedrückt in der Peak Week, in der letzten Woche, 70er Kurzhanteln. Einfach schwer. Und das funktioniert so viel besser, weil entgegen der Meinung, dass Steroide und 20 Gramm ERAs die Muskulatur schützen vom Cardio, nein, es ist das intensive Training. Ihr müsst der Muskulatur oder dem Körper vermitteln, dass er die Muskulatur braucht. Uiuiuiui, ab 3 zählt es ein Satz, oder? Was? Ab 3 zählt es ein Satz. Ab 3 ist es ein Satz. Ab 3, okay. Davor ist Warm-up. Easy. Easy. Mehr als ich erwartet habe. Ja, explosiver als gewohnt, aber das kannst du bei der Brust gut machen, finde ich. Ja. So das Einzige, bei Rücken kriege ich es explosiv nicht hin. Nein, weil ich keine Endkontraktion bekomme. Genau, aber bei der Brust geht das super, gerade unten raus. Ist das ein Arbeitsplatz jetzt? Ja, muss ich ja, ne? Ja, wir können einen dünneren Platz eigentlich auch nehmen. Muss ich alles umbauen. Ja. Aber es hat sich relativ schwer angefühlt, weil ich es lange nicht gemacht habe. Ja, easy. Ja, wir müssen dünnere Plates nehmen. Ja, ja. Gibt es denn genug davon? Ja, ja, wir bauen jetzt um auf dünnere Scheiben, dass wir 5 Plates draufbringen für den Tobi. Oder mehr. Okay, jetzt haben wir gleich das Gewicht, was wir vorher drauf hatten. 100. Ja. Ui. All drive. Ja. Easy. Ja. Ab. Durch. Eine noch, komm. Und drive. Ja, 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 durch, durch, deine. Ja, sehr schön. Links ein bisschen eng gegriffen. 6. 6. Zwei, und noch 2 weniger Wiederholungen als Michi. 2,5 Kilo Scheibe hat einen Unterschied gemacht, gell? Das ist immer, alle lachen immer über die kleinen Scheiben, ne? Aber wenn ich in jedem Training 2,5 Kilo mehr mache, was nicht realistisch ist, dann wäre das geil. Ich mache es zu Hause wirklich so, dass ich 200 Gramm und 500 Gramm Scheiben drauf habe. Weil wenn ich jetzt 6 mal 102,5 mache und nächstes Mal 6 mal 103, dann 103,5,
104 und immer die 6 Wiederholungen schaffe, dann sieht das in einem halben Jahr schon ganz anders aus. Das ist eigentlich ein mega geiles Trizeps-Movement. Ja. Also ich finde Dips auch richtig gut. Und ich mag auch gerne enges Bankdrücken, also auch mit normalen Griff, aber ich mache das, ich lege mich auf den Boden und mache dann eine Multi. Ja. Das geht nur, wenn der Multi die ganze nach unten geht. Ja. Aber du kannst halt wirklich ans Limit gehen. Ja. Und musst nicht stabilisieren, musst wirklich nur drücken. Enges Bankdrücken, aber das Problem, dass man dann immer der Ellbogen nach außen wandert irgendwann. Ein bisschen kurz. Du musst es, wenn du das vorgedruckt hast, wirklich mit dem Bein zurückgehen, weil wenn du vorne mit dem Bein weggehst, du fliegst mit einem Schwung zurück, das zertrümmert dir das Schienbein. Das Ding ist Hölle. Made in Germany. Reichen die drei Übungen schon für gutes Thema? Vor allem, weil man halt sagen, oder weil, man, weil, weil ich halt sage, ich mache nur zwei Sätze für Brust. So ist es ja nicht. Ich habe ja anteilig, wenn ich jetzt zum Beispiel Military Press mache, ja genauso noch die klavikularen Brustfasern dabei. Ich habe, wenn ich Dips, selbst wenn ich Dips Trizepslastik mache, ja, die Brustfasern immer dabei. Wenn ich Close Grip Bench Press mache, ja. Also sind es eigentlich sechs Compound-Sätze, wobei zwei reine Brustsätze sind. Aber von den anderen vier kannst du eigentlich trotzdem quasi noch zwei Brustsätze eigentlich dazu rechnen. Ja, ja. Also ich mache Dips, ist immer für mich so meine Zwitterübung. Ist ja Hybridübung, ja. Genau. Hybrid, ja. Weil das ist für mich so der perfekte Übergang. Wenn ich gedrückt habe, dann drücke ich jetzt, also ich mache meine Brustpresse, meine Schulterpresse, dann mache ich Dips. Ja. Genau. Als Trizeps-Compound und halt Brust-Schulter nochmal und dann mache ich fliegende und Seitheben. Ja, also das ist ja eigentlich auch jetzt sowohl Brust- als auch Trizepsübung. Also die spüren in Wirklichkeit auch bombastisch in der Brust. Beim nach Vordrücken merkst du auch die Schulter, also die vordere. Also ich mache das manchmal ganz gerne, gerade bei Trizeps, weil der Ellbogen halt so mit der Last. Genau. Das Lustige ist, ich habe damals ja im Fit One trainiert und da war Steve Trainer. Ja. Und dann sag ich, kannst du mir mal die SZ-Stange reichen? Ja. Da waren 80 Kilo drauf. Ja. SZ-Stange mit 80 Kilo drauf, ich setze mich auf die Bank und mach French Press so. Und er sagt, du, das ist nicht gut für den Ellenbogen. Ja. Ja, sag ich, das geht schon, ne? Hat zwei Monate gedauert. Ja. Ich mach die Übung nicht mehr. Wir sollten die Übung nicht machen, weil wir kommen nicht an den Griff ran. Also wir kommen nicht mal natürlich in diese Position der Haltung. Und wenn das Gewicht dann dran hängt, dann zieht das Gewicht uns in diese Haltung, wo der Arm gar nicht hin will. Weil die Schulter einfach nicht mobil genug ist. Das ist jetzt schon gut schwer. Ja. Sehr schön. Knapp 90 wiegst du, ne? Oder um 90, ne? Ja, ich glaube 90, ja. Ich habe momentan aber auch keine Lust, auf die Waage zu gehen. Ja, ja. Der macht mir das Essen nicht mehr so viel Spaß. Weil Stefan hat mir ja zwei Cheat Meals die Woche aufgeschrieben. Und dann sage ich, oh, mein Gewicht ist aber um 1,5 Kilo gestiegen nach dem Cheat Meal.
Antwort war, ah, bis 3 Kilo über Nacht ist okay. Für 3 Kilo muss ich Gas geben. So, Kevin ist schon wieder fertig. Und er sagt, er will dicke Arme haben. Das habe ich mit Kuba gemacht. Liegend das erste Mal. Ja. Das geht liegend so viel besser. Okay. Du musst aber das Kabel quasi einstellen, dass du es auf der mittleren Höhe kriegst, ja, ja. Dass du so ziehen kannst. Ja, genau. Dann geht's super. Kommt der mit seinen Händen da durch? Hat mal jemand ein bisschen Vaseline? An sich geile Sache, weil die schön stabil sind, wenn sie drüber sind. So, ich mache alles gerne und alles gerne schwer. Ja. So bis 12 bis 15. Ja. Das ist okay. Am liebsten 8 bis 12. Das fühlt sich am besten an. Da sind die ersten 3 Wiederholungen gut zum Reinkommen und dann kommen so 6 knackige. Seitliche und hintere Schulter sprechen bei mir irgendwie so auf höheres Volumen besser an. Also ich gerade bei hintere Schulter finde ich schwer ganz geil, gerade so Butterfly Reverse, weil du sofort beim Reingehen gute Spannung hast, aber du musst also schwer 12 Wiederholungen, ja. Ne? Jetzt nicht 6. Also ganz simpel heute, eine Drückübung pro Muskelgruppe und eine Isolationsübung. So sieht mein Training jetzt zu Hause auch nahezu aus. Kommt aber auch, weil Michi und ich beide eine gute Brust haben, ne? Ja, es ist immer. Also bei mir, wenn ich 6 oder 8 Sätze drücken mache, wird meine Brust nicht besser. Also warum soll ich es machen? Es ist immer situationsabhängig. Was braucht mein Körper? Genau. Nur weil es für mich reicht oder für uns reicht, 2-3 Sätze für Brust zu machen, heißt das noch lange nicht, dass wir sagen, ihr sollt auch so trainieren. Ja? Genau. Weil das ist. Ich habe die letzten 2 Jahre 6 bis 8 Sätze drücken gemacht plus 2 Sätze fliegen. Ne? Jetzt mache ich nur noch 2 Sätze drücken plus 2 Sätze fliegende Bewegung. Meine Brust ist nicht schlechter, im Gegenteil, sie ist eher besser geworden. Ich muss dazu sagen, es war eine Überwindung, das auszuprobieren. Einfach mal das Volumen so minimal zu halten und zu gucken, ob man schlechter wird. Hätte ja passieren können. Ich weiß nicht, ob das eben mit auf der Kamera war, aber prinzipiell würde ich immer lieber das Kabel aus einer Höhe knapp über Schulterhöhe ziehen, wenn ich ein bisschen die Bewegung habe. Von oben mag ich nicht so, aber dann muss man so nach vorne gebeugt sein, macht man auf den Buckel. Aber gut, machen wir heute einen Buckel. Wir haben jetzt immer schnell einen Formcheck gemacht. Mhm. Michi startet nächste Woche die Diät. Ne? Mhm. Es geht auf die New York Pro. Könnt ihr euch schon mal. Wir versuchen es. Es geht auf die New York Pro. Das heißt, ihr werdet in Zukunft noch sehr, sehr viel mehr von Tobi und mir gemeinsam sehen. Ich weiß, es ist ein bisschen in der Vergessenheit geraten, aber New York Pro ist auf Platz 3 vom Prestige. Arnolds, Olympia. Olympia, New York Pro. Das ist ja immer dieser Mix. Ich finde, die Olympia hat mehr Priorität. Viele sagen, die Arnolds hat mehr Geschichte. Arnold, also Arnold fällt für mich sowieso
aus der Diskussion, denn auf der Arnolds gibt es keine 212-Klasse mehr. Ja. Das heißt, für mich gibt es eigentlich nur Olympia und gleich danach kommt eigentlich die New York Pro. Genau. Ja. Deswegen New York Pro, das machen wir auf jeden Fall zusammen. Also ich in Dick, wir haben ja schon gesagt im Podcast, falls ihr nicht gesehen habt, checkt mal die Vayu Podcast auf Spotify ab. Das Ziel ist, ich habe doppeltes Körpergewicht von Michi. Bei der Abfrage. Er Stage Weight, ich Off-Season Weight. Und wir haben gerade einen Formcheck gemacht, ohne Kamera. Ich denke, es ist realistisch bei der Form aktuell. Ja. Na, also ich habe Michis Form gesehen. Könnt ihr etwas gespannt sein, wird nochmal ein anderes Paket als letztes Jahr. Und ja, wir sind durch mit dem Push-Training. Das heißt, es gibt jetzt was zu essen für uns. Ausruhen, entspannen. Morgen wird wieder gedreht. Ich wünsche euch viel Spaß. Das nächste Video seht ihr auf dem Kanal von Kevin. So. In dem Sinne, danke für euren Support. Viel Spaß bei diesem Video gehabt zu haben und beim nächsten Video. Ciao.